Hier einmal die Palette aufladen. Und eben zum Feld bringen. Ja, genau, der Stefan fährt jetzt mit der Maschine zum Feld. Und ein Reisfeld hat Besonderheiten. Ein Reisfeld wird geflutet. Und die große Frage ist, wie erstellen wir Reisfelder? Wir nutzen im FS25 dafür unser Baumenü und können dann mit einem Pinsel die Feldumrandung abstecken und das System generiert darauf ein wirklich reisspezifisches Feld. Das heißt, es legt Dämme an, es legt den Boden an und wie man es jetzt gleich sehen wird, platziert es am Ende auch noch eine Wasserpumpe. Denn wir müssen natürlich unser Reisfeld fluten. Und das gängigste Verfahren zur Flutung eines Reisfeldes ist eben mit einer Pumpe. Kommen wir gleich dazu, genau. Jetzt gehen wir eben zu unserer Pumpe und sehen auch gleich unser neues Reismenü, mit dem man eben jedes einzelne Feld bearbeiten kann. Beziehungsweise man kann es fluten, man sieht den aktuellen Zustand, man kann es leeren. Und wir starten jetzt auch gleich mal die Füllanimation. Das heißt, das Reisfeld wird langsam geflutet. Wir haben einen Zeitraffer an, damit ihr das auch wirklich schnell seht, weil in Wirklichkeit wird es ein bisschen länger dauern als jetzt hier im Video. Wenn sich die Wasserplane dann langsam hebt, sieht man auch hier wieder unsere Screen Space Reflections. Wir sehen die Landschaft im Wasser ja, reflektieren, man sieht die Wasseranimation. Ja, und gleich werden wir mal mit der Pflanzung vom Reis beginnen. Genau, also für die Pflanzung des Reises muss das Feld erstmal geflutet werden, also für den sogenannten Transplanted Reis, also wo die Setzlinge eingepflanzt werden. Dafür haben wir hier unseren Iseki PAJ8D. Ein achtreihiges Pflanzgerät für Reissetzlinge. Die können wir jetzt hier von der Palette runternehmen. Haben wir da auch eine sehr schöne Füllanimation, wo jedes einzelne Element selbst von der Palette genommen wird. Und dann können wir mit dem Gerät ins Feld fahren. Eine Besonderheit hier ist vielleicht noch, sind die Räder. Also wir haben Stahlräder, weil es mit normalen Gummireifen sehr schwer wäre in dem Reisfeld klar zu kommen, weil es eben geflutet ist, weil es sehr matschig ist. Deswegen haben wir hier diese Spezialräder. Und hier sieht man auch wieder, wie die Räder mit dem Wasser interagieren. Das hat man ja schon heute früh bei der Präsentation vom Stefan Geiger gesehen. Da produzieren die Räder eben Wellen und die Wellen ja, gehen dann so langsam ins Feld oder werden auch von den Kanten des Feldes wieder zurück reflektiert. Schalten wir das Gerät hier einmal an. Wir sehen hinten eine sehr schöne Pflanzanimation. Also man sieht diese einzelnen Pflanzteile, die Setzlinge von den Paletten runternehmen. Habe ich ja ein bisschen viel Zeit damit verbracht, das wirklich so realistisch wie möglich zu implementieren, weil es auch ja, sehr schön ist. Der Kermit hat in dem Stream am Mittwoch sehr schön beschrieben, es ist im Endeffekt wie eine Schreibmaschine, wenn es immer hin und her geht und die Reissetzlinge einzeln von der Palette nimmt. Man sieht hier auch, der Reis kommt in Reihen hinten raus. Das Feature haben wir ja schon Ende des FS22 mit den Karotten implementiert, dass wir eben Pflanzen auch in Reihen pflanzen können. Also wenn wir jetzt 90 Grad versetzt dazu fahren würden, dann würden die Reihen eben in die andere Richtung gehen. Das Feature haben wir dort auch implementiert. Und es wird auch bei manchen anderen Pflanzen im neuen Spiel so sein. Jetzt können wir hier einmal umdrehen. Und dann machen wir da noch die Reihe fertig. Ich denke, was man hier auch schön sieht am Rand, die Dämme sind mit Gras bepflanzt. Der Stefan hat es heute früh in seinem Tech-Vortrag schon gesagt, wir haben das Foliage-System geändert, wir haben es erweitert, wir haben das Rendering besser gemacht, damit eben das Foliage einfach sehr, sehr viel dichter wirkt. Also wir hatten in der Vergangenheit immer das Problem, dass ja, es hat so eigentlich durchsichtig, man hatte keine wirkliche Dichte, es hat ziemlich matschig ausgeschaut und mit dem neuen Foliage wird es auf jeden Fall sehr viel besser. Die Texturen haben eine viel höhere Auflösung, sie wirken dichter, man hat einen richtigen Eindruck, als wäre das wirklich ein richtiges Feld. Genau. Und ja, was passiert mit den Setzlingen, wenn man sie im Wasser lässt? Sie wachsen natürlich mit der Zeit und dann machen wir mal einen kleinen Sprung nach vorne. So sieht das Feld dann aus, wenn der Reis gewachsen ist. Man sieht hier die Pflanzen und was man auch sieht, wenn man genau hinschaut, das Feld hat kein Wasser mehr. Also die Pflanzen verbrauchen mit der Zeit das Wasser, was im Feld ist und zur Ernte ist das Feld dann eben trocken, was natürlich auch benötigt wird, um,
um mit dem Harvester hier über das Feld zu fahren. Wenn es ja noch nass wäre, dann würde der Harvester versinken, beziehungsweise der Reis wäre auch noch nass und wäre nicht bereit für die Ernte. Wir haben hier unseren Iseki-Harvester, der ist komplett neu, das ist der HJ6130. Das ist eine Spezialmaschine für ja, den asiatischen Reis, sage ich mal. Ist eine sechsreihige Maschine. Man sieht auch vorne ganz gut, wie der Reis eingezogen wird. Also es sind drei so Schächte, wo die einzelnen Pflanzen dann durch den Drescher durchlaufen. Das sieht man hier auch ganz gut, wie diese kleinen Finger die Pflanzen dann in den Harvester ziehen. Sobald ich dann anfange, sieht man auch, wie die Pflanzen durch den Harvester durchgehen. Das ist auch eine sehr schöne Animation. Da haben wir uns ein bisschen Mühe gegeben, weil es dann echt auch super cool aussieht, wie die Pflanzen an der Seite durchgezogen werden. Weil das ist nicht wie bei einem normalen Drescher, wo die ganze Pflanze in den Harvester reinkommt, sondern die Pflanzen werden mit dem Kopf in den Harvester gesteckt. Also man sieht es hier an der Seite ganz gut. Und die Köpfe werden dann eben ausgedroschen. Und der Rest von der Pflanze geht direkt in den Strohhäcksler nach hinten. Also das ist ein bisschen ein Spezialfeature von dieser Maschine. Ich denke, man hat es vorhin gesehen, wo der Stefan immer in das Feld reingefahren ist. Wir haben echte 3D-Dämme. Das heißt, es ist nicht nur ein planes Feld, sondern damit wir die Illusion der Tiefe vom Reisfeld haben, haben wir im Außenraum wirkliche 3D-Dämme. Das können wir eben mit unserem neuen Terrain-System visualisieren, dass eben der Damm auch wirklich nur einen Meter breit ist und dementsprechend schön ausschaut. Genau, also hier sieht man auch nochmal, dass Körner drinnen sind, beim Langkornreis viel, viel dunkler sind, dass man eben auch diese visuelle Unterscheidung im Spiel sieht. Genau, also Manu hat schon angesprochen, der Reis wird normalerweise mit etwas größeren Maschinen geerntet. Dafür habe ich hier jetzt unseren neuen New Holland CR11 Mähdrescher. Ist ja nun der größte Mähdrescher im Spiel mit einem Korntank von fast oder hat 20.000 Liter. Ich habe ihn hier in der US-Version genommen. Da hat er noch Doppelbereifung vorne drauf, was ihn dann noch ein bisschen ja, monströser macht. Hinten haben wir ein Schneidwerk dran, das wäre das New Holland FD250. Das ist im Endeffekt ja ein Schneidwerk von McDonald's, was auch eine neue Marke im Spiel ist. Aber dieses Schneidwerk gibt es auch als New Holland Version, also mit gelben Seitenblechen. Den Mähdrescher, also vielleicht, wenn manche schon letztes Jahr auf der Agritechnica waren, hat man den schon gesehen. Da hatten wir auch eine kleine Preview am Stand bei uns aufgebaut. Da wurde der Mähdrescher eben vorgestellt und war dann schon direkt auf einer Gaming Station anspielbar. Jetzt kuppeln wir hier das Schneidwerk einmal an. Wir haben bei dem Schneidwerk eine Besonderheit und das ist der integrierte Schneidwerkswagen. Also am Schneidwerk selbst direkt sind Räder montiert, die dann geklappt werden können, wie es jetzt gerade passiert ist. Und dann sind sie entweder im Straßenmodus, wo dann ja, kann man das Schneidwerk direkt hinter den Drescher hängen oder hinter den Traktor und zum Feld bringen. Oder so wie wir jetzt in dem Arbeitsmodus, da sind die Räder dann für die Höhenführung des Schneidwerks vorgesehen. Eine Besonderheit von dem Schneidwerk ist auch die Bodenanpassung. Also man wird es gleich sehen, wenn ich ins Feld reinfahre. Links sieht man, dass noch ein bisschen der Damm vom Reisfeld und man sieht sehr gut, wie sich das Schneidwerk an den Boden anpasst. Das ist so ein bisschen das, für was McDonald's bekannt ist, die besten Schneidwerke oder eine der besten Schneidwerke zu haben bezüglich Bodenanpassung. Und wenn man genau bei dem Schneidwerk hinschaut, wenn ich gleich auch in die Kabine springe, dann sieht man, dass das Schneidwerk dreigeteilt ist. Also die Haspel ist auch nicht eine durchgängige Haspel, sondern die ist eben dreigeteilt. Und diese drei einzelnen Elemente können sich frei bewegen und frei an den Boden anpassen. Und dadurch haben wir eine ja, exzellente Bodenanpassung. Und zusätzlich haben wir den Teil, der direkt am Drescher vorne dranhängt, also ganz hinten, ist auch noch separat. Also der kann sich auch frei bewegen. Also das Schneidwerk ist im Endeffekt komplett frei auf dem Boden und wird nur vom Mähdrescher geschoben. Der Rasenmodus, man könnte vielleicht meinen, dass er irgendwie falsch aussieht, dass die Kabine falsch rum montiert wurde. Aber nein, das ist alles so gewollt. Der befindet sich aktuell im Straßenmodus, da dreht er den Sitz um 180 Grad und kann dann eben ja, rückwärts fahren, um so auf der Straße zu fahren und hinten das Schneidwerk anzuhängen. Hinten haben wir wieder ein Schneidwerk, auch von McDonald's. Es ist ein besonderes Schneidwerk für den Schwarzdrusch. Die Schneidwerke sind ein bisschen anders gemacht als normale Mähdrescher-Schneidwerke, weil eben ja, das Korn oder die Frucht nur gemäht wird und nicht gleich gedroschen wird und in den Drescher zugeführt wird. Deswegen ist der
Bereich in der Mitte ein bisschen anders aufgebaut bei dem Schneidwerk. Wir haben hier auch wieder einen integrierten Schneidwerkswagen. Dadurch ist man mit dem Schneidwerk auch sehr flexibel. Man muss nicht einen zusätzlichen Schneidwerkswagen mit rumtransportieren. Den kann man auch wie beim FD 1250 oder 250 zusammenklappen, wie wir das auch gleich sehen werden. Also jetzt hat man gerade gesehen, wie ich den Sitz gedreht habe um 180 Grad und jetzt ist er im Endeffekt im Feldmodus. Also so wird dann gearbeitet auf dem Feld und dann sieht die Kabine richtiger aus. Jetzt hängen wir hier das Schneidwerk einmal an. Wenn wir da in die Mitte schauen, sieht man auch, dass das Schneidwerk ein bisschen anders aussieht als ein normales, gewöhnliches Schneidwerk. Also in der Mitte ist kein zusätzliches Band, was die Frucht in den Dreschen befördert. Und jetzt klappen wir hier die Räder wieder nach hinten und ja, es sind multifunktionale Räder, also wenn sie dann im Arbeitsmodus sind, sind sie eben für die Bodenanpassung zuständig. Und dann können wir auch schon beginnen zu arbeiten. Also es ist auch ein 12-Meter-Schneidwerk, das D140 XL. Ja, während unser Schwarzdrescher hier mal anfängt, das müsste Weizen sein, in den Schwarz zu legen, kann ich noch ein bisschen was über das Hart sagen. Vielleicht haben es einige gesehen, das Hart ist noch nicht ganz fertig. Also wir sehen ja hier unten links unseren unsere kleine Anzeige, Work in Progress. Das heißt, wir arbeiten aktiv noch am Spiel. Es hat noch ein paar Kleinigkeiten, die noch gefixt werden müssen. Zum Beispiel gerade beim Anhängen hat man dieses kleine blaue Hart im Schneidwerk anhängen gesehen, das ist noch nicht konvertiert. In der Zwischenzeit ist es eben schon konvertiert, das war noch letzte Woche eben noch nicht ganz gemacht. Aber man rechts unten in unserem Hut für die Geschwindigkeit, Drehzahl, Tempomatstufe, Arbeitsstunden, alles das bleibt oder ist vorhanden, so wie beim alten Spiel auch. Was neu ist, ist dieses kleine GPS-Symbol unten rechts, aber da kommen wir später vielleicht noch dazu. Genau, also hier steige ich jetzt aus und man sieht auch hier in der Szene ganz gut, dass wir eine eigene Textur für diese Schwaden haben, weil es im Endeffekt die ganze Frucht ist, nur in gemäht. Also normal haben wir unsere Strohschwaden, die hinten aus dem Mähdrescher kommen, die sind eben schon, ja, sieht ein bisschen anders aus. Das Stroh ist durch den Mähdrescher gegangen, es wurde ausgedroschen und dadurch sieht das Stroh natürlich anders aus und so haben wir ein bisschen Differenzierung zwischen entweder Stroh, das schon gedroschen wurde, oder die wir haben, macht 125 cm Festkammerballen. Und jetzt können wir einfach mal pressen. Man sieht es vielleicht schon rechts, da sieht man schon das Feature ein bisschen. Aber wir schauen mal, was passiert, wenn wir pressen und der Ballen fertig wird. Der Ballen wird jetzt hier von der Presse übergeben an den Entwickler. Und hier sehen wir jetzt, ja, es funktioniert nicht. Wieso funktioniert es nicht? Wir haben vergessen, unsere Wickelfolie aufzufüllen. Also man sieht hinten auch diese zwei Rollen, die man hat. Hier sieht man es ganz, ganz gut im Bild. Also eigentlich wären hier weiße Rollen, beziehungsweise je nachdem, welche Farbe man möchte, werden hier Rollen dargestellt. Aber ja, ich habe es leider vergessen, zufälligerweise die aufzufüllen. Und deswegen habe ich hier schon was vorbereitet. Ich habe hier auf dem Anhänger habe ich drei Paletten und wieder unseren schönen 500er Fendt. Und diese mittlere Palette ist eben von Runnywrap und das ist unsere Stretchfolie für Silageballen. Also viele haben es vielleicht auch schon gesehen draußen, die Ballen, die dort gewickelt sind, auch mit Runnywrap-Logo, das ist ja ein kleiner Hinweis darauf gewesen. Und jetzt können wir eben die Palette mal von unserem Anhänger nehmen und damit zu unserer Ballenpresse fahren und diese eben wieder befüllen. Wir haben hier Paletten mit 40 Rollen drauf. Und ja, das reicht für ja, 3 bis 4 Mal die Ballenpresse aufzufüllen. Also beziehungsweise im Endeffekt den Wickler. Also wir haben eine Press-Wickel-Kombination, aber im Endeffekt füllen wir die Wickler-Funktion damit auf. Man sieht es bei der Presse auch gut. Wir haben mehrere Storage-Slots, also Plätze, wo wir die Wickelfolie lagern können und mehrere Folien gleichzeitig mitnehmen können. Also natürlich hat man zwei Plätze hinten dran. Das sieht man auch gleich, wie die gefüllt werden. Aber man hat hier drin hinter der Verkleidung hat man noch mehrere Plätze, wo dann diese Folienrollen platziert werden. Und sobald wir alle gefüllt haben, werden auch die hinteren zwei Plätze gefüllt und ja, dadurch wird dann angefangen zu wickeln. Man muss ja auch noch dazu sagen, die Farbe der Folie ist jetzt ein bisschen anders als im FS22.
Also im FS22 hatten wir die Farbe der Ballen ausgewählt beim Kaufen des Wicklers. Das funktioniert jetzt ein bisschen anders. Es wird im Endeffekt beim Kaufen der Wickelfolie ausgewählt. Also man kann Paletten kaufen mit Wickelfolie in Schwarz und dann werden die Ballen eben schwarz, sobald diese Folienrollen auch verwendet wird. Genau, auch hier habe ich wieder ein schönes Video vorbereitet. Diesmal mit einem 700er Fendt, zufälligerweise der hier rechts steht, 728 mit meinen Mähwerken dran. Und ja, im Vorfeld habe ich jetzt schon den GPS-Modus ausgewählt und fahre jetzt einfach nur auf das Feld drauf. Und man sieht, sobald ich auf das Feld fahre, entstehen Linien im Feld. Dazu zu sagen, was im Hintergrund entsteht, also wir fahren auf das Feld und sobald wir das tun, wird das Feld automatisch erkannt. Er erkennt automatisch den Umriss des Feldes, egal wie das Feld geformt ist, ob man das Feld erweitert hat, egal welche Modmap. Das Feld wird erkannt und dann wird basierend auf der Form des Feldes wird ein Kurs berechnet. Und aus diesem Kurs entstehen eben diese Linien. Wenn wir dann man sieht es hier ganz gut, die Linien sind ein bisschen farblich gemacht. Also sobald wir auf einer Linie sind, die wir aktivieren können, wird die Linie orange. Und sobald wir das System eben aktiviert haben, sobald er die Lenkung komplett eigenständig übernimmt, wird die Linie grün. Also das ist die aktive Linie, die für die Lenkung verwendet wird. Dazu zu sagen, also das System generell, also wir haben jetzt im Endeffekt den Helfer sozusagen erweitert, also man hat den Helfer in zwei Modi, entweder man hat den vollen Helfermodus aktiv, also man drückt H und der Helfer bearbeitet das Feld komplett eigenständig, oder man hat den Lenkmodus aktiviert, das ist die GPS-Lenkung und dadurch, wenn man H drückt, übernimmt er die Lenkung, also dann fährt er auf die aktive Linie, die man